Da sind wir wieder. Willkommen zurück zu Elden Ring. Wir kloppen weiter unseren Boss. Nicht wahr? Gucken. Sie haben ihn leider nicht getroffen. Dafür trifft er mich halt richtig gut. Trifft er mich halt richtig gut, ne? Müssen wir mal gucken, wie wir ihn denn hier schnell wegbekommen. Oh, ich kriege ihn tatsächlich schnell weg gerade. Jetzt portet er sich natürlich, ne? Mist. Das sollte jetzt aber klar gehen hier. Danke. So. Der ist wieder dort. Der Gute. Nein, ich habe meine Waffe weggepackt, ich Trottel. Mal ein bisschen Drachenfäule drauf. Und sterben erstmal gleich in der ersten Kombi oder was? Wieder nicht ran. Da habe ich sie immerhin zweimal getroffen, dieses Sackradett. Hör auf was mit mir zu schießen. Du dummes Ding. Und wieso bist du so weit weg? Ja, wenn ich da nicht durchgesprungen bin, ne? Dann weiß ich aber nicht, du. Jetzt kommen wieder Luna-Strahlen. Was hat er denn hier auf mich? Ring doch mal. Kann nichts machen. Ist zu groß. Ich sehe es halt nicht. Ich sehe sie nicht. Also ich sehe sie schon, aber ich kann nicht sehen. Weil ich zu nah dran bin mit der Kamera. Das ist einfach nur dämlich gemacht. Ich habe nichts an Damage entgegenzusetzen. Nichts. Wo ist mein Damage? Ich krieg ja jeden Boss irgendwie kaputt. Aber den mache ich ja keinen Schaden. Den mache ich ja keinen Schaden. Der fickt mich ja. Ach, ist schon wieder dieses scheiß Ding kaputt hier. Ey. Mann. Blöder Controller. Die Waffe ist meine stärkste. Vom rohen Damage her. Ne? Da kommt nichts ran. Aber ich brauche jetzt keinen rohen Damage. Ich brauche Geschwindigkeit, glaube ich. Was ist denn mit Mushigatana? Weil dann habe ich wenigstens noch den Dash, ne? Sollte ich hier nicht aber Unterstützung kriegen? Wenn ich das Ding da aktiviere? Na egal, wir gehen wieder rein. Wir gehen wieder rein. Wir haben gar richtig Bock. Ja, Mann, jetzt geh doch zu dem an. Ja, es fängt schon wieder so scheiße an wie beim letzten Mal.
Wieso braucht diese blöde Pissratte so lange, um zu beschwören? Soll ich mal was anderes benutzen als die Scheiße? Das ist halt das Stärkste, was es gibt somit, ne? Mehr oder weniger. Diese Ladezeiten, ne? Du willst auch nur rein, wieder, rein, wieder. Aber nö, geht ja nicht. Ich muss ja 3 Stunden laden. Es tiltet einen doch nur sowas. Ich will einfach nur ballern. Aber ballern geht nicht, weil ich muss ja immer an irgendwelchen Ladescreens sitzen, Alter. Jetzt überspring den Scheiß. So. Er trifft mich natürlich. Wie denn? Katana ist schnell. Das ist wirklich. Ne? Aber es ist leider nicht schnell genug, habe ich so das Gefühl. Es macht nicht genug Damage. Alter Junge. Was ist er denn für ein Range? Mein Gott, das fuckt mich so ab, sowas. Junge! Alter, wie nervig ist er denn, ey? Wenn ich nicht meine Waffe benutze. Das ist auch so kurz, das Ushigatana. Also finde ich halt wirklich. Muss ich doch eine andere Waffe nehmen. Ich brauche was Langes. Ja, ist gut jetzt. Da knallt aber auch nur gehirnlose Scheiße in seinen Körper. Und er greift wieder mich an. Warum? Warum machst du das, du Stück Arsch? Ich habe jetzt schon keine Heilung mehr. Ich krieg ihn einfach nicht tot. Dieses Schwert ist auch nur Scheiße. Es ist schnell. Es ist keine Frage. Es ist schnell, aber es ist Scheiße. Krieg die Eldenbestie ja nie tot. Nie. Die ist wirklich schnell, die Waffe. Guck dir an. Ich muss diese blöde Kamera ausmachen, Mann. Bin ich einen völligen Pick. Guck den Damage an, er ist ja da. Ja, der Damage ist da, aber jetzt ist auch meine Gnade weg. Meine Asche weg. Oh, jetzt kommt wieder Doomsday, Alter. Die ist wieder am Arsch der Welt. Ich muss wieder 3 Stunden rennen. Ich weiß nicht mehr, was ich da gerade mache. Ich hab einfach Schiss gehabt zu gucken. Das macht er. Okay. Ich hab jetzt gerade. Sauer. Junge, wo kommt das alles her? Wie soll ich dem denn ausweichen? Aber ich habe die Bestie gut runtergekriegt, ne?
Ja, wo kommt das bitte alles her? Wie soll ich denn dagegen ausweichen? Da können wir nur attacken. Nur reingeballert. Walla Krise. Oh, nächster Tor, ne? Aber Gott sei Dank nicht so weit davor heute, ne? Der Uchigatana war schon nicht schlecht eigentlich. Also gegen die Bestie. Gegen das andere, gegen den anderen Typen, da war er scheiße gegen. Weil ich nicht so viele Attacken machen konnte. Mal gucken. So, probieren wir das Ganze noch mal ein bisschen anders. Bisschen ruhiger. Das finde ich so dumm, weißt du, er macht dir den Surfer und trifft mich in der Luft und sowas. Würdest du jetzt bitte wieder mein anderes Licht angreifen, danke. Jetzt kommen wir Doomsday auf Doom in mich. Warum hat das jetzt wieder auf mich abgesehen? Ich verstehe dieses Spiel nicht. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Warum ist der so dumm? Ja genau, greif doch ihn an. Warum geht er nicht gestaggert? Mein Gott, greif doch mal den. Wieso greift ihr den Mimik nicht an? Alter, macht so einen Schaden, so unnormal viel. Ja, mein Mimik ist einfach schon vorher tot. Beziehungsweise ich bin schon vorher tot. Ey, wieso dreht er sich einfach um? Das macht keinen Sinn. Das ist einfach komplett sinnbefreit. Der Kack. Ich sag's euch, wie es ist. Es ist komplett sinnbefreit, dieses Viech. Am Arsch der Welt, Mann. Und wieder Sonneneruption auf Doom. Das kann mir gerade egal sein eigentlich, weil ich hatte es einmal blocken. Mann! Es ist so dumm. Es ist einfach echt nur dumm. Sie haben keinen Rhythmus, die Viecher. Nicht haben sie. Hab ich immer noch gut. Bin mal gespannt. Wir haben beide. Doppelte Katana. Jetzt wird eskaliert. Wie soll ich denen denn ausweichen?
Jetzt bin ich an ihm ran, kann nichts tun, weil er meinen Mimik gerade im Arsch hat. Ich kann dem nicht mal ausweichen. Ich bin mal mit dem Dash. Einfach nur unnormal viel Schaden, ne? Tot, weil ich nicht rauskomme. Diese Damage-Rotation gesehen, die hat nichts gebracht. Jetzt ist er auf einmal gestorben. Wie auch immer. Wie auch immer er gestorben ist, ich weiß es nicht. Weg damit. Ich sag's euch, Leute, ich bin salzig. Ich bin richtig salzig, Alter. Richtig salzig. Die Attacken, ne? Ich habe das schon 20 Sekunden vorher gemacht. Und dann dasht er erst los. Das darf man alles nicht vergessen. Das dauert alles 100 Jahre, bis ich mich bewegen kann. Das hier zum Beispiel. Guckt euch an, wann ich springe. Völlig anders, als ich hier klicke. Also klicken tue ich ja nicht. Ich drücke ja nur. Hey, willst du mich verarschen? Bleib doch mal stehen, du Stück Spanz. Dann sind die Waffen so kurz. Das ist einfach nur eklig, sowas. Mach den scheiß Kamera aus. Jetzt heil doch bitte. Kann echt nicht sein, ne? Ja, die Waffe ist echt der größte Schmutz, so. Ich komme halt einfach nicht ran. Jetzt konnte ich mal eine Kombi machen, ja toll. Sie ist wieder am Arsch der Welt, die Viech, ey. Jetzt kommt wieder Doomsday. Ja, steig in den Himmel, sodass ich dir keinen Schaden machen kann. Fick dich doch. Ja, fick dich doch! Block mich noch! Blödes Scheißvieh, ey. Ich kann nichts machen! Ich kann nichts machen! Nichts! Nichts! Kann ich dagegen ausrichten? Gar nichts! Jetzt macht sie wieder diese Scheiße tot! Ich kann nichts gegen tun! Gar nichts! Mann, ich hab schon wieder keinen Bock mehr, Alter. Das ist schon wieder dieser alte Vier-Moment. Weil man kann es auch nicht lernen, weil der Boss sich jedes Mal anders verhält. Es geht halt einfach nicht. Es ist. Oh, jetzt geht schon mit dieser scheiß Controller nicht, Mann. Ah. Jetzt lass mich doch was machen. Danke, meine Fresse. Weil die Waffe wird nichts bringen. Weil ich nicht rankomme. Ne? Ich komme halt nicht hin. Machen wir mal Blitzschaden rein. Körperliche Schaden brauche ich, glaube ich, eher weniger. Wahrscheinlich eher mehr Ausdauerregeneration. Kann alles in Leben pumpen. Was bringt halt nichts mehr Leben. Vielleicht mehr Mana. Bisschen. Wobei ich hätte auch noch keine Mana-Probleme, ne? Glaube ich. Also glaube ich wirklich, dass ich noch keine Mana-Probleme hatte.
Er macht halt einfach die Attacken nicht, weil er zu langsam ist. Ne? Ich hatte das gerade wieder. Ich wollte gerade meine Ausweichscheiße machen. Unmöglich. Den kannst du nicht ausweichen. Ich wollte das hier machen. Aber er macht es nicht. Weil er ist zu langsam. Ich verstehe es aber nicht, warum. Jetzt hat er mich. Anstatt meinen Mimik. Natürlich. Ich stand ja auch nicht mehr davor. Mal gestaggert. Das war das erste Mal, dass ich ihn gestaggert habe, in all den Versuchen. Ja, ich schlage, obwohl ich springen will. Das ist einfach nur dumm, dieses Scheißding. Jetzt hüpft die Sau wieder. Captain Hurenhund ist wieder in der Luft. Los jetzt. Becken, ey. So. Jetzt geht's wieder gegen dieses scheiß Riesenwurm. Das macht ja Schaden. Das sieht man ja. Der Damage auch gar nicht so wenig ist. Nur bis ich da hinten angekommen bin, ist ja wieder Vater Unser gekommen. Jetzt kommt wieder Doom of Doomsday. Mir in dem Fall ja egal. Weil ich kann ja einfach rausrennen. Aber das jetzt hier wieder. Wie soll ich denn da hinten hinkommen? War, naja, fast gesagt wichtig, aber hat ja leider nicht funktioniert. Mein Vorhaben. Nicht, dass die noch staggern würde, ne? Dann wäre ich echt stolz auf mich. Aber, glaube ich, habe ihn gerade gestaggert. Er ist tot. Die Eldenbestie ist echt tot. Ey, jetzt habe ich mich aufgeregt, ey. Eldenecho. Wo geht's hier raus? Es gab ein Level up. Scheiße. Da ist eine Gnade. Und hier ist, kann ich Rani rufen. Bin ich denn hier überhaupt? Ich bin im Eldenbaum. Geil, machen wir sofort. Sekunde. Ich, wie gesagt, ich will immer alles mal alle Sachen haben. Und da habe ich mich aufgeregt, Alter. Da hat mir mal harte. Mein Wecker klingelt. Geil, Mann, der Sack juckt. So. Gehen wir schnell hier hin. So. Da ist es. Da gibt es einen Hammer. Und da gibt es heiliges Reliktschwert. Damit. So. Wo ist es? Heiliges Reliktschwert. Das sollte die stärkste Waffe sein zum Runenfarmen. Gucken, wie weit ich es aufwerten kann. Oh, sie sitzt wieder hier. Ich habe ziemlich viele davon. Vielleicht sollte ich noch mal eine andere hochmachen. Müsste ich mich aber wahrscheinlich erstmal noch informieren, was. Wir haben keine Fünfen und keine Sechsen.
Da muss ich auch mal ganz kurz dann gucken, wo ich den 5er und 6er Shit davon herkriege. Ich möchte es jetzt erstmal auf jeden Fall kurz ausprobieren. Wenn das noch gestattet ist. Das müsste jetzt ja hier. Genau, es ist noch nicht stark genug. Wie man ja unschwer erkennen kann. Weil ich sie nicht one-shotte. Aber so würde das dann funktionieren. Nicht wahr? So farmt man dann hier Runen. Mit der goldenen Welle. Gut, haben wir die Waffe. Stufenaufstieg. Wir machen jetzt erstmal die Weisheit weiter. Huch, hier natürlich möchte ich das einsetzen. Dankeschön. Gut, aber ich brauche natürlich erstmal wieder meine Waffe. Und jetzt geht's wieder zum Eldenbaum. Nice. Wir rufen Rani. Meine Königin. Unter den Sternen. Battle is over, I see. Ja, nimm hin den Kopf. I do solemnly swear to every living being and every living soul. Now cometh the age of the stars. A thousand-year voyage under the wisdom of the moon. Here beginneth the chill night that encompasses all, reaching the great beyond. Into fear, doubt, and loneliness, as the path stretcheth into darkness. Into darkness. Well then, shall we? My fair consort eternal. Bis in alle Ewigkeit. Zeitalter der Sterne. Haben wir abgeschlossen. Wir sind durch. Elden Ring einmal beendet. Reise 2 beginnen. Wenn ihr jetzt nicht neu beginnt, könnt ihr die Reise 2 später in Tafelrunde. Ja. Redet ihr die
Phase 2 an, könnt ihr nicht mehr in die aktuelle Welt 1 reisen. Ja, wir gehen direkt in Nummer 2. Gehen direkt rein. Warum? Weiß ich nicht, ich bin dumm. Aber wir gehen direkt rein. Ich hätte mir vielleicht noch ein bisschen die Welt angucken sollen. Aber ich sag's euch. Wir gehen direkt wieder rein. Ins Game Plus. The Fallen Leaves. So, das kennen wir ja. Nicht wahr? Von daher überspringe ich das schnell. Vor allem schnell. So, da sind wir wieder. Wir haben ein bisschen was schon entdeckt, wie man sieht. Aber wir haben keine Wegpunkte mehr. Das heißt, ich muss jetzt alles nochmal neu rennen. Aber warum zur Hölle bin ich denn hier? Ach ja, man startet ja hier. Ich erinnere mich. Dunkel. Ist ja nun schon, ne? Ein paar Folgen her. Aber wir sind wieder da. Der Eldenbaum hat seinen alten Glanz wieder. Rennt nicht mehr. Gucken, was uns dieser Run bringen wird. Ne, boah. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und zwar dann, wenn ich schon ein bisschen was geschafft habe hier in der Welt. Bis dahin und tschüss.